grünes Maisgarnelen Curry 24 ungeschälte, rohe Garnelen 1,5 und Thai Basilikum V2 und Koriandergrün 12 Baby Maiskolben, Klammer auf vorzugsweise frisch, Klammer zu, 2 Esslöffel grüne Currypaste, siehe Seite 18, Klammer zu, Saft von einer Limette, 2 Esslöffel Nampia, Klammer auf Fischsoße, Klammer zu, 1 Esslöffel Palm- oder Rohrzucker, 250 Gramm Kokoscreme, 2 Esslöffel Pflanzenöl, Klammer auf, vorzugsweise Kokosöl, Klammer zu, Salz und Pfeffer, die Garnelen unter kaltem Wasser waschen und auslösen, den Kopf und das letzte Schalenglied belassen, die Rückenseite einschneiden und den schwarzen Darmfaden herausziehen, die Basilikum- und Korianderblättchen von den Stängeln zupfen, die Maiskörbchen in Längsrichtung halbieren, das Öl in einem Wok oder einer großen Pfanne 2 bis 3 Minuten erhitzen, dann die Currypaste hinzufügen und unter ständigem Rühren bei mittlerer Hitze 2 bis 3 Minuten garen, bis ein intensiver Duft aufsteigt, den Limettensaft, die Fischsoße, den Zucker, die Kokoscreme und die Maiskolben hineingeben, zum Kochen bringen und mindestens 5 Minuten garen, bis die Soße um ein Drittel reduziert ist, abschmecken und die Hitze herunterschalten, die Garnelen hinzufügen und 3 bis 4 Minuten bei sanfter Hitze garen, aber nicht mehr kochen lassen, dann die Hitze abschalten, Basilikum und Korianderblättchen über das Curry streuen, sofort servieren.